Wunderschönen guten Tag, Leute. Wir sind hier gerade beim Essen. Richtig original El Salvadorisch. Pupusa, das sind Teigdinger gefüllt mit verschiedenen Sachen, kann man auswählen. Bean Cheese ist original und dann gibt es da alles. Cashew Cheese, Jalapeno Cheese, Garlic Cheese. Ja, sind auf jeden Fall richtig günstig hier und dazu gibt es so eine Tomatensauce und Krautsalat. Guten Appetit. Guten Appetit. Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Never ever leave without me. Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind mal wieder weitergezogen. Gestern ging es für uns von El Salvador aus über Honduras nach Nicaragua, ganze 12 Stunden lang. Und an der Grenze von Nicaragua wurden wir erstmal 2 Stunden lang komplett durchsucht. Gott sei Dank wurde nichts gefunden. Und wir konnten dann weiterfahren, sind heute Nacht um 2 Uhr hier angekommen, ja, in León. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Stadt an. So, wir sind jetzt schon ein ganzes Weilchen hier durch die Stadt gelaufen und was einem in Nicaragua also hier richtig auffällt, ist der riesen Preisunterschied zu dem restlichen Zentralamerika. Wir haben jetzt hier ein Hostel für 4 Dollar die Nacht und da ist Frühstück schon inklusive, also richtig, richtig günstig. Und 2 Drittel der Bevölkerung hier in Nicaragua lebt nämlich in Armut mit nur 2 Dollar am Tag, sind 1,80 Euro. Könnt ihr euch das vorstellen? 1,80 Euro am Tag? Schon ein ziemlich armes Land. Jetzt gibt es erstmal eine Pause. Schaut euch das mal an. 34 Grad, gefühlt wie 37. Und hier in der Stadt kommt es einem so extrem heiß vor. Es geht kein Windchen. Das macht es richtig krass am Tag. Deswegen chillen wir jetzt ein bisschen. Ja, genießen den Tag hier im Café. Ein französisches Café. Und gleich kommt unser Baguette. Und später? Ja, und später gibt es noch eine Überraschung für die Jessie. Könnt ihr mal raten, was die Jessie wieder macht? Gracias. Unser Essen ist da. Lecker, lecker Sandwich. Ham and Cheese. Für die Jessie gibt es einen Minztee, einen leckeren selbstgemachten Limonaden-Eistee und zum Nachtisch ein Schoko-Croissant. Boah, lass dir schmecken. Für dir dann auch. Finish! Yeah! Das ist Jessies neues Tattoo. Hat's wehgetan? Nein, leider nicht. War ganz nicht. Easy, gell? Ja. Und auch günstig, was hast du bezahlt? 28 Euro. Yes! Das ist halt nice, hier ist so günstig Nicaragua und richtig gut auch gestochen. Ich habe uns heute auch ein Restaurant ausgesucht und da bezahlen wir für ein ganzes Gericht 2 Euro. Und als Abschluss vom Tag essen wir jetzt noch eine Calzone-Pizza und die kostet 1,30 Euro. Die ist mit Peperoni und Käse gefüllt. Das ist krass, oder? 1,30 Euro für so eine Calzone-Pizza, so groß wie meine Hand. Wow.